Alles redet von Bergmann. Aber mein Herz sieht man nicht. Er ist der erfolgreichste deutsche Torwart aller Zeiten. Sepp Maier. Und der nächste. Weltmeister 1974. Europameister 72. Viermal deutscher Meister. Dreimal in Folge Gewinner des Landesmeisterpokals. Und ein Mann, der immer geradeaus geredet hat. Do the hustle. Do the hustle. 1975 besuchte ihn mal ein Team des Südwestfunks für ein Fernsehporträt. Da wurde schon deutlich, wenn man dem Maier-Sepp eine Frage stellt, dann kriegt man eine klare Antwort und kein Geschwafel. Ich habe zwar nicht viel geredet, aber was ich gesagt habe, war wirklich Klartext. Welche Rolle spielt eigentlich Sex in Ihrem Leben? Sex? Ja. Das ist auch mitentscheidende Rolle im Leben. Das muss alles zusammenpassen, Beruf, Sex und Geld. Das sind die drei Faktoren. Wenn die stimmen, dann kann man glücklich leben. Und bei mir stimmen sie. Klartext bis zum Karriereende. Den man kann sich aufhängen kann, ist der bessere Torwart. Es musste raus. Es musste raus, logisch. Ich kann nicht anders. Noch dazu ist der sowas von links gelaufen. Sowas von link. Wer zu Sepp Maier will, muss östlich von München über Land fahren. In dieser Doppelhaushälfte wohnen Moni und Sepp, der am Donnerstag 75 Jahre alt wird. Ich wollte als erstes, Herr Maier, Ihnen was überreichen. Ich habe was mitgebracht, so ein bisschen richte ich es auch wieder her. Es hat etwas gelitten im Rucksack. Aha. Die kommt nicht vom Sender und auch nicht vom Gebührenzahler finanziert. Die möchte ich Ihnen selber geben. In der Sportschau habe ich Sie als kleiner Junge gesehen und ich hätte mir damals niemals denken können, dass ich mal zu Ihnen kommen kann und Ihnen was schenken darf. Deswegen habe ich eine Flasche Champagner, die Sie natürlich noch nicht trinken dürfen. Ich habe sie nicht gesehen. Nimm's. Ne? Ich habe die Flasche nicht gesehen. Und dann sage ich, Mensch, wo ist der Teitinger her, sage ich da. Die Meyers sind dabei, ihre Fotos zu sortieren. Sie sind vor ein paar Tagen erst aus der Antarktis gekommen. Schütteln das Kleine, ja. Ach so. Die beiden reisen viel. Sie wollen noch möglichst viel von der Welt sehen. Genau. Oh, da Gott. Gott, Brot sei gemacht. Und am Anfang sind auch viele Pinguins. Ah, da sind die Eisberge, die sind auch gut da. Oder ein Pinguin-Kochrezept auch. Die Katze von Anzing ist eine ferne Erinnerung. Mal einen von oben runter. Mal einen für die Katze. Die Katze, wie kam es eigentlich dazu? Was sagst du, hä? Meine Bewegungen, ich habe mich bewegt wie eine Katze. Von wir haben sie mir nie spielen sehen. So schleichen, so anschleichen wie eine Katze. Schnapp, und schon habe ich die Maus gehabt. Entschuldigung, den Ball. Maier mit Beckenbauer, Schwarzenbeck, Gerd Müller. Echte Typen, die den Mythos Bundesliga begründen. Mitte der 60er Jahre. Der italienische Sportwagen ist leuchtend rot und er ist das Einzige, woran man erkennt, dass der Maier Sepp ein erfolgreicher Profisportler ist, der nicht gerade wenig Geld verdient. Cheick Tschaikowski hatte aus den Jugendspielern des FC Bayern die Mannschaft geformt, die in die Bundesliga aufstieg. Maier wird Profitorwart, als die Handschuhe noch aus Wolle sind. Im Sommer trug man gar keine. Die Torwarthandschuhe meines Sohnes. Ah ja, gut. Kinderhandschuhe. Ich weiß, Sie haben damit was zu tun. Erklären Sie uns das bitte. Ich? Das habe ich erfunden. Unser Physiotherapeut, die haben immer so Unterleg-Schaumgummimatten gehabt bei Verletzungen. Haben sie das rausgeschnitten und haben dann die Verletzung zugedeckt. Und die Verletzte ist raus, damit es nicht drückt. Habe ich ihn gefragt, du Josef, darf ich mir was wegschneiden? Sagt er, ja, nimm da. Dann haben wir ein Stückchen weggeschnitten von der Matte und bin an der Scheibe hin, Fensterscheibe, und hab das so ausprobiert. Scheibe, so. So, schau, wir haben ab, gehen wir gleich da her. Wenn man das mal probiert, dann klebt das direkt. Und der Fußball, die Oberfläche war genauso glatt wie so eine Scheibe.
Da, das kannst du nicht bewegen. Da haben wir gedacht, das muss eigentlich sein, das Material, das muss sein. Es gibt keine Torhüter mehr, die nicht mit den Handschuhen spielen, mit dieser Innenhand, die eigentlich auf meine Erfindung beruht. Und da bin ich ganz stolz drauf. 1969. Der erste Meistertitel in der Bundesliga. Es ist die Mutter aller FC Bayern Meisterfeiern. Im gleichen Sommer holen sie auch noch den DFB-Pokal. Das erste Double der Vereinsgeschichte. Inzwischen sind es 11. Täglich kommt ein solches Päckchen Briefe an, täglich 200. Es ist üblich geworden, dass beliebte Sportler mit Gesang oder beim Film ihre Bilanzen aufbessern. Hat er in dieser Richtung Pläne? Ja, da kann man nichts sagen. Also singen, ich weiß nicht recht, aber ich möchte gern so humorvolle Sachen. Das war eher was für mich. Ja, und das läuft jetzt alles hier durch. Ja, Sie müssen nicht runterlegen. Das Wetter geht's nass. Nö. Jetzt stehe ich daneben. Ich stehe ja direkt daneben. Sepp, wo ist das Wasser? Ja, keine Ahnung. Wie geht der Trick? Der wird ihn erzählen, wie ein Zauberer. Er erzählt keine Tricks. Das ist einfach so, man kann zaubern. Meier, der Unterhaltungskünstler der frühen Bundesliga. Er konnte sich seine Clownerien erlauben, weil er sportlich richtig was auf dem Kasten hatte. Und dann haben wir das Glück gehabt, dass wir die Olympiade bekommen haben, 1972. Und dann haben wir ein riesen Stadion gehabt mit fast 80.000 Zuschauern. Und dann ging's los. Im Bus sitzt immer der Sepp neben dem Franz. Und der Franz hat den Schnupftabak geschnorrt. Da hat er gesagt, hast du einen Priest dabei? Der hat niemanden dabei gehabt, aber wenn ich dabei war, wollte er immer schnupfen. Die Bayern werden zu Superstars. Beckenbauer und Meier gemeinsam von der Jugend bis auf den Fußballthron. Ich kenne den Sepp am längsten von der ganzen Mannschaft. Ich bin 1958 zu Bayern gekommen, er 59. Wir haben auch schon zusammen in der Jugend gespielt und dadurch ist mein Verhältnis zu ihm natürlich besonders herzlich. Sepp Meier. 1974. Der erste Landesmeisterpokal gegen Atletico Madrid. Als deutscher Meister stehen sie da auch schon fest. Mehr kann der FC Bayern nicht erreichen. 7 der Bayern-Spieler können durchaus noch mehr erreichen. Die WM steht an. Die Wasserschlacht von Frankfurt. Das Halbfinale gegen Polen wird Meyers Spiel. Und das ist eine dicke Chance für Polen. Und Meier klärt den ersten Ball. Meier klärt den zweiten Ball. Dicke Luft im Strafraum. Als Torwart brauchst du natürlich auch das etwas Glück dazu und du musst natürlich auch, wie soll ich sagen, die Mannschaften haben, die dich auch unter Druck setzen. Im Finale in München bekommt Sepp Meier reichlich Druck von Gegner Holland. Deutschland führt 2:1 und Meier riskiert im wörtlichen Sinne Kopf und Kragen für den WM-Titel.
Hier kommt die Flanke hoch vor das Tor. Nachschussmöglichkeit für Rensenbrink und Meier hält den Ball. Kreuz ist bei ihm und tritt ein wenig nach gegen den Torwart. Abpfiff. Weltmeister der Horn. Das Olympiastadion war unser Heimstadion. Und da hast du das Endspiel in München mit 7 Bayern-Spielern. Wir haben ein Heimspiel gehabt gegen die Holländer. Ja, das war so Wahnsinn. Und sowas wird es ja nie mehr geben. Dass du im eigenen Stadion dass die WM gewinnst mit sieben Mannschaftskollegen. Das gibt es nicht mehr auf der Welt. Glaube ich nicht, dass das gibt. Nationalmannschaftslehrgang 1975. Sepp Maier in Bestform. Ich bin ja noch gar nicht warm. Jeder Weltmeister muss warm werden. Jeder Ferrari muss warm laufen. Und ja, bist du schon wieder. Und Herr Maier, wo bist du jetzt denn? Er trainiert wie all die Jahre ohne Socken. Ein zäher Bursche. Das bringt ihn zu einem unglaublichen Rekord. 472 Bundesligaspiele und davon habe ich 442 am Stück, das heißt 13 Jahre, nicht ausgesetzt. Da bin ich stolz drauf. Ja. Gehört natürlich sehr, sehr viel Glück dazu. Und wir sollen sagen, keine Zimperlichkeiten, keine Wehleidigkeit darf man heute nicht sein. Maier geht dahin, wo es weh tut. Auch noch im Herbst seiner Karriere mit über 30. Das war auch sowas. Den haben wir verletzt und haben wir da hinten drauf. Da haben wir Kapselriss, Kapsel und Bänder. Und dann bin ich in den Handschuh rein und habe den mit dem Tape da so rüber getaped. Habe ich da gespielt, wochenlang so. Bremens Libero Assauer. Weist und Torwart Sepp Maier humpelt verletzt vom Platz. Einmal wurde er ausgewechselt, auch wenn er sich kaum noch erinnert. Ach ja, in München, richtig, stimmt. In München haben wir da Max Lorenzen, richtig, habe ein Foto noch. Und sind Cut rein gemacht mit einem Stollen da. So einen richtigen Triangel, genau richtig. Aber es war, ja gut, ich habe gespielt, ich bin verletzt ausgewechselt worden, aber ich habe von Anfang an gespielt. 1975. Endspiel Europapokal der Landesmeister. Chance an Sepp Maier gegen Joseph Jordan. In Paris gegen Leeds. Vorbei. Und Sepp Maier. Und Maier. Eckball. Madeleine. Jurak. Und die beste Tat. Ein Bremner war das. Tolle Leistung von Sepp Maier. Hier Franz Beckenbauer mit dem Riesenpokal. Die Bayern verteidigen den Landesmeisterpokal, den Vorläufer des Champions League-Titels. Und im Jahr darauf schaffen sie das Kunststück nochmal. Kurz nach dem Triumph kommt der Südwestfunk zu Maier. Als wir am Sonntag, den 14.09. um 8.30 Uhr den gelernten Maschinenschlosser Josef Maier in Anzing bei München besuchten, lag uns daran, nicht etwa den x-fachen Nationaltorhüter, sondern den Privatmann Sepp Maier zu zeigen. Sind Sie Millionär? Noch nicht, aber ich arbeite darauf hin. Noch ein weiter Weg? Ist noch ein weiter Weg, ja. Liri-Millionär bin ich schon. Ich habe hier meine Tennisanlage und wenn ich nicht mehr Fußball spiele, die füllt mich voll und ganz aus. Aber ich muss halt noch ein paar Jahre spielen, weil es eine enorme Belastung noch drauf. 5-6 Jahre muss ich schon noch spielen, um die Belastung runterzubekommen. Und wenn ich das noch schaffe, dann kann ich getrost in die Zukunft schauen. 9. Juli 1979. Der HSV feiert zu Hause die Meisterschaft. Gegner ist Bayern. Im Tor steht Sepp Maier. Da ahnt er noch nicht, dass das sein letztes Spiel sein wird.
5 Tage später passiert es. Ich habe einen Termin gehabt in meinem Tennispark draußen und da hat es halt ein bisschen pressiert. Und dann hat es einen wolkenbruchartig hat's da geregnet. Und der Scheinwischer hat das Wasser gar nicht weggebracht. So hat es geschüttet. Anscheinend bin ich jetzt ein bisschen schnell gefahren und bin ich halt da reingerauscht. Ein Lungenriss bleibt zunächst unentdeckt. Uli Hoeneß, der junge Bayern-Manager, lässt ihn nach Großhadern verlegen und rettet ihm so das Leben. Wie geht's dem Sepp? Ja, dem Sepp geht's wirklich sehr gut. Er ist gerade mit mir sogar ein paar Meter spazieren gegangen, im Gang auf und ab. Der Uli Hoeneß, der hat immer gesagt, du Sepp, stell mir ein Bier in den Kühlschrank. Ich komme jetzt vom Flughafen und besuche ihn. Und der Uli war immer da um 5 Uhr abends, um 6, 5 und 6 Uhr war der Uli immer da im Krankenhaus, jeden Tag, und hat mich besucht. Trainer Paul Czernay dagegen lässt sich nicht blicken, obwohl er vorher oft bei Meier zum Tennisspielen war. Er war ein guter Trainer, hat sehr viel Sachverstand gehabt, aber es war ein Depp. Bayern sagt man Depp. Ich finde das also etwas kindisch, irgendwelche Sympathien zu einem Spieler dadurch auszudrücken, dass man zu ihm fast jeden Tag ins Krankenhaus geht. War der gar nicht im Krankenhaus gewesen? Der war nicht, nein, hat mich nicht einmal besucht. Ganz langsam Healing. Nach 4 Monaten kommt Sepp Meier wieder zum Training. Er will es noch mal wissen. Czernay lässt ihn links liegen. Ich bin ja ganz der Alte schon wieder. Du. Dann hat mich der Uli darauf hingewiesen, dass ich eine Spielunfähigkeitsversuch abgeschlossen habe. Das habe ich gar nicht mehr gewusst. Dann habe ich geschaut, ja, war eine Million damals Mark für Spielunfähigkeit. Und dann hat der Uli Hoeneß gesagt, du, Sepp, wenn du jetzt noch 3 unterschreibst, das verdienst du netto nie mehr beim FC Bayern. 300.000 netto im Jahr, hat er gesagt. Und du bist jetzt 35, hat er gesagt. Tu dir doch das nicht an, quäl dich doch nicht, wieso? Meier hört auf und versucht sich im Showgeschäft. Also mal, sind Sie nicht? Sie sind doch der Karl Valentin. Der Karl schon, aber nicht der Valentin, sondern der Valentin. Sie sagen ja auch nicht Vogelscheuche, sondern Vogelscheuche. Und auch nicht Wolltrottel, sondern Volldeck. Das bayerische Fernsehen produziert eine ganze Show, nur mit Sketchen von Sepp Meier. Frau Lanoczynski, ist noch jemand da? Nur mehr ein Herr vom Arbeitsamt wegen der Urlaubsvertretung in der Schweißerei. Vielen Dank. Grüß Gott. Guten Tag. Von Wangen? Angenehm. Ich komme von Anzing. Sie können schweißen? Sie haben die Scheine? Schweißen? Scheine? Ja, um Gottes Willen, wo will ich denn der hinfahren? Sie sollen ihn hier vertreten am Arbeitsplatz. Ja, Grutze, Fünferl, da hätten Sie nicht sagen, der Verurlaubsvertretung, sondern Arbeitsvertretung. Und da drauf bin ich wirklich nicht scharf. Aber er merkt, Humor ist ein schwieriges Geschäft. Stopp, Sonne weg, noch einmal. Oder Sepp, komm her, da hast du, Sting, kommen Sie, mitten unter dem, was schon drin ist, stopp. Da hat er irgendwas auf. Und das ist nichts für mich. Du brauchst meinetwegen für 5 Minuten, drehst 3 Stunden. Als Jean-Marie Pfaff 1984 zu den Bayern kommt, verändert das Meiers Leben. Nun hat er mich angerufen und hat gesagt, du Sepp, könntest mal kommen und mich trainieren? Aber ich sagte, du Jean-Marie, wie stellst du das vor? Du musst einen Trainer fragen, ich kann einfach hinaufkommen und dich trainieren. Und dann Uli Hoeneß, musst du auch fragen, ob sie das eigentlich wollen. Unter Cheftrainer Jupp Heynckes wird Meier Torwarttrainer. Ein Posten, den es damals in der Bundesliga noch gar nicht gibt. Ich muss sagen, dass er auch sehr abwechslungsreich trainiert. Und ich glaube, die sind bestens beim Sepp aufgehoben, die Torleute. Erst Pfaff, dann Aumann trainiert er als Teilzeitkraft. Und dann kommt 88, der Beckenbauer ruft mich an und sagt, du Sepp, du trainierst doch bei Bayern. Also ich bin noch nicht fest angestellt, ich mache das so auf Freundschaftsbasis. Dann sagt er, ja, ich überlege jetzt, weil wir haben eine Europameisterschaft in Deutschland jetzt. Kannst du einen Torwarttrainer machen? Wer ist der Beste? Sepp Meier. Sepp Meier, ja. Sepp mit Abstand. Klasse, Sepp! Mach das selber, wenn Nummer 1 ist. Durch seinen alten Freund Franz Beckenbauer kommt Sepp Meier zu seinem absoluten Traumjob. Der war einmalig, denn du hast wieder, wie soll ich sagen, du warst wieder dabei mit der Nationalmannschaft. Ich habe auch 95 Länderspiele gehabt
Und dieses Ganze, du gehörst wieder zur Mannschaft, du gehörst wieder zu dieser Gruppe. Bis 94 und hat dann der Uli Hoeneß hat dann Kahn gekauft. Und er sagt, du Sepp, komm herauf, so sporadisch geht es jetzt nicht mehr. Und hat er gesagt, ich hab dir jetzt einen Kahn gekauft. Einen Edelstein, hat er gesagt, schleif ihn dir zum Diamanten, hat er gesagt. Die beiden wachsen miteinander. 170 Übungen hat Meyer am Ende im Programm. Und für Kahn ist die Beziehung geradezu schicksalhaft. Mein Großvater hat mir damals ein Trikot geschenkt, komplette Kollektion, aber nicht von einem Feldspieler, sondern von Sepp Meyer. Und das war tatsächlich der ausschlaggebende Punkt, dass ich ab diesem Zeitpunkt nicht mehr aus dem Tor raus bin. Ab 1998 ist Oliver Kahn die Nummer 1 im deutschen Tor. Im Frühjahr 2004 aber wird diese Position in Frage gestellt. Ich bin mit dem fünf Stunden am Tag im Training zusammen. Ich kenne ihn in- und auswendig. Und wenn ich jetzt in der Nationalmannschaft auch noch Torwarttrainer bin und der ist auch noch Nationaltorwart, ist doch ganz klar, dass ich zum Kahn hält. Es wird er nicht halt, sondern ich weiß einfach, was er kann. Und der andere spielt er gar nicht in Arsenal. Also wieso soll ich dann einen Lehmann vorziehen als Torwarttrainer? Lehmann fordert Kahn heraus. Meyers Interessenkonflikt ist offensichtlich. Und Jens Lehmann geht 2004 medial in die Offensive. Ich suche mal eben noch mal die Originale raus. 2004. Bei der WM stehe ich im Tor. Am Sanitärrhein. Ach, da war er, das ist angegangen. Da hat mich der Ruiner hat mich da angesprochen drauf. So eine Schicksalswoche von Sepp Meyer. Ja, genau. Jetzt habe ich nämlich extra auch noch mal immer. Oh, da ist dabei. So, da dieser berühmte Satz. Lehmann kann sich aufhängen, Kahn ist der bessere Torwart. Und das war der Punkt, genau. Das war der springende Punkt des Interviews vom Lehmann. Und dann hat er mich darauf angesprochen, der Ruiner von der Bild-Zeitung. Ich habe nicht gesagt, Kahn ist der bessere, Lehmann kann sich aufhängen, der ist bei der WM nie im Tor. Das habe ich gesagt, nicht der bessere Torwart. Das sagt man in Bayern so, der kann sich aufhängen, der erreicht, das sagt man in Bayern, das ist ein Sprichwort. Aber wer Bild-Zeitung kennt, der muss ja mit dem rechnen, dass sie Überschriften machen. Aber das war mir damals egal, das war mir wurscht. Sepp Meyer glaubt bis heute, dass sich Jürgen Klinsmann schon weit vor der Weltmeisterschaft 2006 für Lehmann entschieden hatte. Und damals hat er gar nicht gespielt, da war er verletzt bei Arsenal. Und diese Verfahrenheit zu sagen, wenn ich sowieso nicht spiele, und der Kahn ist ein deutscher Meister, Europacup-Sieger geworden und alles. Lehmann spielt im Iran und wird danach zur Nummer 1 erklärt. Meyer im Abseits. Seine Parteinahme ist problematisch. Aber reden tut keiner mit ihm. Und dann waren wir zwei Tage in Teheran und dann haben wir da gespielt. Und dann erfahre ich, wir waren immer zusammen, der Jogi Löw, der Klinsmann und ich, wir waren immer einen Tisch gesessen, beim Mittag Kaffee trinken, immer an einen Tisch gesessen. Und es ist nie ein Wort gefallen, dass jetzt Schluss ist. Nie. Im Stadion, unten im Gang von einem Journalisten, ZDF-Journalisten hören, dass ich im nächsten Länderspiel nicht mehr dabei bin. Meyer geschasst. Auch wenn es so keiner sagen will. Weder ihm noch der Öffentlichkeit. Ich habe der Mannschaft versichert, dass wir uns um die Dinge kümmern, wenn jetzt Zeit dafür ist. Wann ist denn für Zeit? Ja, Sie reisen doch jetzt weiter nach L.A., ne? Ja, aber das ist ja alles kein Problem. So wie es bis jetzt war, konnte es einfach nicht weitergehen und haben natürlich ihm erklärt, wie wir uns das in Zukunft vorstellen. Und von seiner Seite war es dann so, dass er gesagt hat, dann ist es besser, ich mache lieber nicht weiter. Er fühlt sich nicht mehr so danach, weil er einfach eine starke Verbundenheit mit Oliver Kahn hat. Im Sommer 2008 beenden Meyer und Kahn gemeinsam auch ihre Karrieren beim FC Bayern. Ein Treppenwitz der Fußballgeschichte, dass bei Kahns Abschiedsspiel im Herbst Jürgen Klinsmann neuer Bayern-Trainer und damit praktisch der Hausherr ist. Da trifft Uli Hoeneß im Gang da, war ich schon umgezogen. Er sagt, was machst denn du da?
du kannst doch jetzt nicht, wo gehst du denn hin? Hab ich gesagt, ich geh wieder rauf zu meiner Frau. Nichts, es geht doch nicht. Ich sag, du musst heute auf die Bank, wenn ich nicht über den Klins fahren. Hat er gesagt, Wiederversöhnung. Hab ich gesagt, schmal. Hab ich gesagt, was hast du wieder? Doch, musst du neben den Klinsmann hinsetzen. Hab ich gesagt, das schmal war ich doch nicht. Doch, extra Platz für dich. Seiner Frau zuliebe tut er's dann doch. Nein, hat sie gesagt, kannst du keinen Ärger nicht machen. War eh viel Ärger wie Klinsmann. Hat er gesagt, sitzt du jetzt runter. Da habe ich ihres Willen, bin ich wieder runter und habe mich umgezogen in den Trainingsanzug und habe mich dann hingeguckt. Und seitdem habe ich nie mehr gesehen. Der Meier-Sepp. Wie tief der Stachel saß, konnte man 2009 sehen. Als Sepp Meier den Bayerischen Sportpreis für sein Lebenswerk erhielt. Es tut mir heute noch weh, wie man mit dir im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2006 umgegangen ist und vor allem, auf welche Art und Weise du als Torwarttrainer aus der Nationalmannschaft ausgeschieden bist. Das, meine Damen und Herren, war unwürdig für jemanden, der so viel für den deutschen Fußball geleistet hat und vor allem für jemanden, der immer ehrlich mit anderen Menschen umgegangen ist. Alles Schnee von gestern. Es gibt jenseits des Fußballs so viel zu sehen auf diesem Globus. Und er ist fit genug, hinzufahren. Die Eisberge, die sind auch gut da. Ja, zeig auch mal die Eisberge. Die sind gut da, schau. Die Welt kennenlernen. So groß und so schön. Aber wenn man ihn fragt, dann gibt er eine Antwort. Zum Beispiel zur momentanen Attitüde des FC Bayern. Wie fand er die Pressekonferenz im Herbst? Wir werden keine respektlose Berichterstattung weiterhin akzeptieren. Artikel 1 des Grundgesetzes, da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieser Verein wird sich jetzt wieder zu einer Einheit in der Öffentlichkeit darstellen, wie sie das lange Zeit nicht erlebt haben. Zu dem Auftritt hat er eine klare Meinung. Und die sagt er. Auch wenn Hoeneß ihm einst das Leben rettete. Das hätte es nicht machen dürfen. Kann sie nicht so aufführen, wie sich die zwei bei der. Na, so kann man sie nicht. Da muss man drüber stehen über die Dinge. Ist ja das, wenn man so FC Bayern so eingefahren ist, so wie der Uli Hoeneß, da gibt es ja nur noch FC Bayern verdient. Sonst hat er da nichts im Kopf. Bei Franz Beckenbauer ist er milder. Die Lichtgestalt, die die WM nach Deutschland brachte, und auf der heute ein dunkler Schatten liegt wegen Korruptionsvorwürfen. Zum gestürzten Kaiser kommt Sepp Meier kein böses Wort über die Lippen. Franz Beckenbauer ist ganz was anderes, weil mit dem habe ich ja von der Jugend auf zusammengespielt, aber noch mehr Verhältnis als wie zum Uli. Ist klar, aber dieses Verhältnis bleibt. Und auch der ganze Ärger, was er an den Hals gehabt hat, der unberechtigte Ärger, muss ich sagen, weil es ist der ganzen Welt bekannt, dass du ohne irgendwelche Machenschaften keine WM ins Land ziehst. Das ist gang und gäbe bei der FIFA mit solchen Machenschaften. Und da braucht man sich da nicht, oh, was hat denn der gemacht? Sepp Meier geht es gut. Kleines. Er hat allen Grund zu feiern, wenn er am Donnerstag 75 wird. Ja, wir feiern schon ein bisschen, oder? Ja, aber keine große Feier. Wie viele kommen? Nix, wir zwei allein, das reicht. Mehr Geld haben wir nicht. Wir sind geizig. Ja, so feiern mögen wir nicht so gern. Ja. Lieber den nächsten Urlaub planen. Kommendes Jahr geht's nach Neuseeland. Das ist kalt. Das ist so kalt, der Eisberg. Alles Gute für viele weitere Reisen und für viele weitere Jahre. Sepp Meier.